Ja, hallo, herzlich willkommen zur weiteren Folge unseres Podcasts mit dem großen Thema oder Themenbereich Regeneration, Regenerationsmanagement. Ein ganz wichtiges Thema, weil ich denke, wir machen uns sehr viele Gedanken über Training, Trainingsmaßnahmen und innerhalb des Trainingsprozesses spielt die Regeneration mindestens genauso eine große Rolle wie das Training selber. Und ich freue mich, dass ich heute einen wirklichen Experten in dem Bereich habe, Timo Wiewlowe von der ISD-Hochschule in Düsseldorf, der uns zu dem Thema Regenerationsmanagement, Regeneration ein bisschen mehr Informationen geben kann. Hallo Timo. Billy, hi. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie bist du zu dem Thema Regeneration, Regenerationsmanagement gekommen? Ja, also du hast ja gerade gesagt, ich bin jetzt mittlerweile an der IST-Hochschule in Düsseldorf und das aber noch gar nicht so lange. Also ich war vorher in Bochum, Ja, an der Uni Bochum. Glückwunsch übrigens nochmal nachträglich Ja, danke. zur Professur. Das freut mich insbesondere, dass der wissenschaftliche Nachwuchs dann auch den Anschluss findet, Ja. dann in die Universitäten. Ja. Ja, und vorher war ich jetzt lange Zeit in Bochum und habe da mit einer ganz großen Gruppe ja aus Trainingswissenschaftlern, Sportmedizinern, Sportpsychologen an einem Regenerationsforschungsprojekt gearbeitet, das vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft gefördert war und das mittlerweile ja seit über 8 Jahren läuft. Und ja, in dem Projekt haben wir 8 Jahre jetzt ganz intensiv an Regeneration im Sport geforscht. Und so ist ein bisschen der Background. Und du hast gesagt, ein Experte. Also, das weiß man nicht so genau, ob man ein Experte ist. Zumindest habe ich mich jetzt lange Zeit mit dem Thema auseinandergesetzt. Auch ich denke schon, wenn man in so einem Konsortium oder in so einem Expertenteam arbeitet, dann diskutiert man ja auch die Themen durch und überlegt sich dann auch Modelle dahinter und überlegt sich Maßnahmen, wie man das in der Praxis einsetzen kann. Also ich würde dich da schon als Experten bezeichnen. Lassen wir es einfach mal so stehen. Vielleicht erzähl doch noch mal zu dem Projekt ein bisschen mehr. Also was war der Hintergedanke? Warum, sage ich mal, im Jahr 20 oder ihr habt angefangen, glaube ich, 2015, 2016, 2012 sogar. 2012 Ja. angefangen. Also man könnte ja erwarten, dass das Thema Regeneration auch damals, sage ich mal, schon relativ erforscht war. Also was war vielleicht so die Motivation? Was war der Hintergrund? Und ja, wie sich das Projekt dann weiterentwickelt hat. Ja, es war damals eigentlich schon so eine Interessenslage, insbesondere im Leistungssport. Einfach mal zu schauen, was gibt es denn für Regenerationsmaßnahmen, beziehungsweise die Regenerationsmaßnahmen, die benutzt werden, inwieweit sind die denn tatsächlich wirksam? Und daraufhin hat ja damals das Bundesinstitut für Sportwissenschaft ein Projekt ausgeschrieben. Und auf diese Ausschreibung wurde sich dann von 3 Universitäten, also die Uni Bochum, Uni Saarbrücken und die Uni Mainz, beworben. Und wir haben dann damals den Zuschlag bekommen. Und so hat sich das dann entwickelt und das Projekt lief dann zunächst einmal für 4 Jahre. Und 4 Jahre, die sind so schnell vorbei, Willi, du weißt das in der Forschung. Und gerade so ein großes Themenfeld hat dann einfach nochmal so die Notwendigkeit gezeigt, noch weiterzumachen. Und wir haben das Projekt glücklicherweise verlängern können für weitere 4 Jahre. Und so ist es entstanden, dass wir uns eben 8 Jahre, über 8 Jahre ganz intensiv mit dem Thema Regeneration beschäftigt haben. Und insbesondere mit dem Thema Regeneration im Spitzensport beziehungsweise im Leistungssport. Ja, Wahnsinn, 8 Jahre. Kannst du das vielleicht so ein bisschen umreißen? Also was war vielleicht im Prinzip war ja das Projekt so ein bisschen zweigeteilt, wenn man so möchte. Vielleicht kannst du so ein bisschen den Ablauf oder den generellen Inhalt nochmal dieses Projektes vielleicht erklären, Ja. was dann so ein bisschen auch erklärt, zu welchen Erkenntnissen ihr dann hinterhergekommen seid. Also es kann sein, dass ich jetzt gleich im weiteren Verlauf häufiger mal das Wort RegMan in den Mund nehme. So ist nämlich das Projekt ja abgekürzt und das Akronym. Und unter diesem Akronym ist das Projekt ja durchaus bekannt mittlerweile in der Szene, also das RegMan-Projekt. Und im Großen und Ganzen haben wir im Laufe des Projekts zwei so Hauptstraßen bearbeitet. Also die eine Hauptstraße, da ging es zunächst einmal um Diagnostik von Ermüdung. Also wie kann man denn Ermüdung im Sport messen, mit welchen Parametern?
mit welchen statistischen Verfahren und so weiter, um dann am Ende ja auch eine Entscheidung zu treffen. Also zum Beispiel ist der Athlet ermüdet, ja oder nein? Und wenn er ermüdet ist, kann er noch weiter trainieren oder muss man das Training anpassen oder sogar das Training unterbrechen? Also es ging auf dieser ersten Hauptstraße um die Messung von Ermüdung im Wesentlichen. Und die zweite Hauptstraße war dann eigentlich das, was man sich vielleicht viel mehr unter Regeneration vorstellt, nämlich die Wirksamkeit von Regenerationsmaßnahmen. Und da haben wir ganz unterschiedlichste Regenerationsmaßnahmen unter die Lupe genommen und auf deren Wirksamkeit getestet, also wie Massage, Kaltwasserimmersion, Foam Rolling, Kompression und so weiter und so fort. Also so etablierte Regenerationsmaßnahmen, aber auch zum Teil Regenerationstrends, die dann auch zum Teil ja in den letzten Jahren erst zu Trends wurden. Also so war im Prinzip das die Struktur des Projekts, und diese Struktur haben wir eigentlich ja 8 Jahre so verfolgt. Ja, spannend. Dann fangen wir vielleicht mit der ersten Straße an, die Parameter. Jetzt möchte man ja, sage ich mal, einen Parameter haben, ne? Man hat am besten man nimmt eine kleine Blutprobe oder man nimmt eine Speichelprobe oder man hat eine tolle neue Technologie, mit der man dann den Marker hat. Das wissen wir, das gibt's in dem Fall nicht. Aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen so Kernergebnisse rausziehen, was ihr an Parametern oder Parameterkonstellationen entdeckt habt, die vielleicht für die Praxis interessant ist. Ja, also diese Parameter zur Messung von Ermüdung bzw. Erholtheit, die gab es ja auch schon im Übrigen vor unserem Projekt. Also wir haben die ja nicht erfunden. Es gab zahlreiche Parameter, die in unterschiedlichen Settings immer mal wieder auch veröffentlicht wurden und genutzt werden. Und wir haben dann eben nochmal versucht, das so ein bisschen einzuengen und vor allen Dingen einzelne Parameter auf Sensitivität zu testen. Also inwieweit können diese Parameter Ermüdung sensitiv messen? Und wir haben eigentlich 5 Parametergruppen. Also du hast es gerade schon angesprochen. Wir haben verschiedene Blutmarker, die man nutzen kann zum Beispiel. Wir haben ganz simple sportmotorische Tests, also zum Beispiel den Sprung. Wir haben die vegetative Statusdiagnostik, also irgendwelche Herzfrequenzmessungen zum Beispiel, Ruheherzfrequenz als Beispiel oder auch Herzfrequenzvariabilität. Und dann psychometrische Skalen. Also man fragt den Athleten in der standardisierten Form, ist er ermüdet oder erholt oder hat er Muskelkater beispielsweise. Und die Schlafdiagnostik, also die Quantifizierung von Schlafqualität zum Beispiel oder Schlafdauer, solche Dinge. Das sind eigentlich so die wesentlichsten Parametergruppen, wenn es um die Messung von Ermüdung geht. Und die haben wir uns, wie gesagt, genauer unter die Lupe genommen und geschaut, inwieweit die sensitiv sind. Und du hast es gerade gesagt, also am liebsten hat man ja nur einen Parameter. Und am ehesten sind es vielleicht so psychometrische Skalen. Also wenn man den Athleten ganz einfach fragt, ja, wie fühlst du dich denn? Und man kann das einigermaßen standardisiert erheben. Das funktioniert schon ganz gut. Ist vielleicht nicht perfekt objektiv, aber zumindest kriegt man darüber vielleicht so den globalsten Zugang. Aber in aller Regel, und das ist auch unsere Erfahrung, ist es notwendig, mehrere Parameter zu nutzen, um unterschiedliche Ermüdungsebenen zum Beispiel auch abzubilden. Weil Ermüdung ist ja auch nochmal wieder ein komplexes Phänomen durchaus und findet auf unterschiedlichen Funktionsebenen des Körpers sozusagen statt. Und deswegen haben wir sensitive Parameter durchaus entdeckt. Aber auch, wir sind auch zu dem Schluss gekommen, es gibt nicht den einen Parameter, den einen Einzelparameter, sondern wir benutzen in der Regel immer eine Kombination aus mehreren Parametern, um Ermüdung abzubilden oder zu messen. Und die Kombination wird sich wahrscheinlich dann auch so ein bisschen an der Sportart ausrichten. Ich sage jetzt einfach mal so exzentrische Sportarten, also wie zum Beispiel Sportarten, bei denen viele Sprünge absolviert werden. Oder wenn man beispielsweise innerhalb der Ausdauersportarten das Laufen vergleicht, beispielsweise mit dem Radfahren, dann ist die exzentrische Komponente beim Laufen definitiv höher als beim Radfahren. So dass es ja von der Logik her schon so sein müsste, dass je nach Sportart man auch unterschiedliche Parameterkonstellationen letzten Endes nimmt. Aber vielleicht können wir ja gerade das Bild so vielleicht, ich nenne sie jetzt mal
exzentrischere Sportarten, also die eine muskuläre Belastung haben, bei denen man eher so abfedern muss, bei denen man bremsen muss. Also so die reaktive Komponente auch Ja, haben, ja. genau. Und auf der anderen Seite, ich sag mal so vermeintlich einfache Sportarten, die immer wiederkehrend so konzentrische Belastungen haben, wie zum Beispiel Radfahren oder Schwimmen oder Skilanglaufen Wir würden da eher, beispielsweise. genau, wir würden da eher sagen, das sind vielleicht Sportarten mit einer hohen energetischen oder Zum Beispiel, metabolischen genau, die haben. Komponente. Genau, die haben so einen hohen energetischen Turnover und die sind ja schon, sage ich mal, relativ unterschiedlich. Und dann nachher auch in der Regeneration muss man, glaube ich, schon auch das eine oder andere bisschen beachten. Aber wenn man jetzt zum Beispiel diese zwei Klassen nimmt, kannst du da vielleicht mal so ein bisschen Parameter nennen oder Konstellationen nennen, die für die Praxis vielleicht ganz interessant ist, damit man so ein bisschen erkennt, was vielleicht für die einen Sportarten wichtigere sensitivere Marker sind und für die andere Klasse. Ja, wir können ja auch direkt bei den Klassen bleiben, die ich eben genannt habe, und da mal so durchgehen. Also du hast es richtig gesagt, wir haben ja unterschiedliche Sportarten und dementsprechend auch unterschiedliche Ermüdungsphänomene. Und wenn wir das jetzt in diese zwei Kategorien mal subsumieren, dann ist es so, dass zum Beispiel die Sportarten mit reaktiver Komponente, also klassischerweise ja vielleicht sogar mal zu nennen, Gewicht heben, aber auch Spielsportarten mit vielen Richtungswechselsprints zum Beispiel, da funktionieren zum Beispiel Parameter gut, Blutparameter wie CK, Kreatinkinase, die Muskeldestruktion anzeigen und die auch Also relativ. Kreatinkinase vielleicht noch für die Zuhörer ist letzten Endes ein Enzym, was primär erstmal nicht so sehr in der Blutbahn zu finden ist, aber wenn man viele Muskelfasern, also ein hohes Krafttraining beispielsweise absolviert, dann findet man eben dieses Enzym im Blut und das kann man so ein bisschen indirekt darauf schließen, wie belastet letzten Endes die Muskulatur ist. Genau. Und auf der anderen Seite dann Sportarten mit eher so hoher metabolischen oder energetischen Belastung, da funktioniert dann zum Beispiel Harnstoff ganz gut. Und die beiden Parameter sind auch deshalb ganz elegant, weil sie zum Beispiel auch aus dem Kapillarblut gemessen werden können. Also sie können relativ kostengünstig erfasst werden oder eben auch in der Routine. Und vor allem auch schnell erfasst werden. Also Ja. man muss nicht erst 3, 4 Tage auf das Ergebnis warten, sondern man hat es de facto eigentlich unmittelbar. Ja. Ganz genau. Und ja, das ist ja das Wichtige auch, diese schnelle Verfügbarkeit der Ergebnisse, weil man will ja eigentlich kurzfristig ja auch vielleicht Trainingsanpassungen vornehmen. Und deswegen ist es so wichtig. Ja, die zweite Ebene waren ja sportmotorische Tests oder einfache Testverfahren und wieder die gleiche Kategorien, also zum Beispiel einfache Sprungtests oder auch Krafttests, die ohne große Ermüdung durchführbar sind. Die funktionieren ganz gut bei reaktiven Sportarten, wo wir ja klassischerweise so eine hohe muskuläre Ermüdung haben. Also sozusagen eine periphere Ermüdung, Muskeldestruktion, Muskelkater und so weiter. Und bei diesen klassischen Ausdauersportarten, wo wir eher die hohe energetische Komponente haben, da funktionieren dann zum Beispiel submaximale Ausdauertests ganz gut. Also wo wir ja auch so ein bisschen den vegetativen Status mit erfassen. Also wir messen zum Beispiel bei einem submaximalen Ausdauertest die Herzfrequenz. Und wenn sich die Herzfrequenz bei gleicher, identischer, submaximaler Leistung im Längsschnitt verändert, dann kann man Rückschlüsse zum Beispiel schließen auf den Erholungszustand. Also wenn man quasi so, man möchte so Drifts erkennen. Im Genau. Idealfall hat man keinen Drift oder zumindest ein durch Training ausgelöster Genau, Drift. durch eine Verbesserung oder wie auch immer. Genau, aber man möchte keine quasi überdauernden, sag ich mal, veränderten oder negativ veränderten Werte haben. Okay, ja, das leuchtet ein und sind ja auch ganz einfache Testverfahren, die quasi jeder anwenden kann, beziehungsweise wahrscheinlich in jeder Fitness oder Fitness-Tracker, Fitness-Uhr auch irgendwie eingebaut sind. Ja, also ich meine, klar gibt es Regeln der Standardisierung und im Detail muss man dann nochmal gucken, wie man Daten in einer ordentlichen Qualität ja auch erfassen kann. Aber im Prinzip hast du recht. Und im Übrigen, wenn es zu Wearables, wenn es um Wearables geht, dann kann man ja auch relativ gut im Allgemeinen den vegetativen Status erfassen, also über die Ruheherzfrequenz. Mittlerweile haben ja fast alle Sportler irgendwelche Fitness-Tracker, die Herzfrequenz zum Beispiel messen können. Und die Ruheherzfrequenz zu messen oder die Herzfrequenzvariabilität zu messen, ist ja im Moment, ist ja mittlerweile kein hoher Fast ein Aufwand mehr. Standard, würde ich Genau. sagen. Ja.
wenn man so ein, zwei Spielregeln einhält, glaube ich, ist es auch ein ganz guter Marker, genau solche Stresszustände oder Überlastungszustände vielleicht oder Überbeanspruchungszustände frühzeitig auch zu erkennen. Ja, vielleicht gehen wir die Liste noch ganz kurz zu Ende. Also die vegetative Statusdiagnostik, so Sachen wie Ruheherzfrequenz, die funktionieren auch sehr gut in den Ausdauersportarten oder in Situationen, wo ich plötzlich einen extremen Anstieg zum Beispiel von Trainingsumfang oder Intensität habe, also zum Beispiel im Trainingslager oder in einem Wettkampf unter extremen Bedingungen, wo ich plötzlich jeden Tag auf dem Tennisplatz stehe oder jeden Tag ein Wettkampfspiel habe, vielleicht sogar noch unter Hitzebedingungen. Da reagieren dann solche Marker ganz gut. Dann haben wir noch die psychometrischen Skalen, die funktionieren überall gut. Das ist recht einfach. Ja, was Und muss ich die. mir darunter vorstellen? Smileys oder Ja. was wendet ihr an? Oder Also, wir haben glücklicherweise im Verlauf des Projekts eine eigene Skala entwickelt, die sogenannte Kurzskala Erholung und Beanspruchung. Und die funktioniert echt super. Die hat nur ganz wenige Items. Also, diese ist in unter einer Minute ausgefüllt, braucht gar nicht viel Zeit. Und dort wird dann zum Beispiel nach dem allgemeinen Erholungszustand auf einer Skala von 0 bis 6 gefragt. Und 0 entspricht dann eben kompletter Ermüdung oder keiner Erholung und 6 kommen einem kompletten erholten Zustand. Und das sind dann normalerweise numerische Skalen. Es gibt auch eine Skala zur Muskelkatererfragung, also wie stark ist der Muskelkater zum Beispiel von 0 bis 10. Es gibt da ganz simple Schmerzskalen, mit denen das dann quantifiziert werden kann. Und diese Skalen, die funktionieren sehr gut in allen Sportarten. In dieser Kurzskala haben wir dann auch so ein bisschen nuanciert. Also es gibt dann Fragen zum Beispiel nach dem Energielevel, der ja vielleicht nach einem Marathon extrem niedrig ist, aber auch Fragen zu muskulären Beschwerden oder zum Muskelkater. Also diese Kurzskala Erholung und Beanspruchung, die kombiniert dann so Dinge. Und das funktioniert echt gut. Natürlich muss man dem Athleten auch vertrauen. Also es ist natürlich Raum für Manipulation, wenn der Athlet das möchte. Ja, Deswegen oder ist die es. Sportler vergleichen sich miteinander nach dem Motto, Ja. was gibst denn du da an? Aber ich gebe was Besseres an, zum Beispiel. Genau, das kann passieren. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir eher auch mehrere Parameter haben. Da haben wir eine gute Entscheidungsgrundlage. Ja, und die Schlafdiagnostik, die einfach oder komplex durchgeführt werden kann. Es gibt ja auch mittlerweile Apps, die Schlafqualität über das Smartphone messen und so weiter. Also die Schlafdiagnostik funktioniert auch sehr gut für jegliche Athleten, um ja Schlafqualität vor allen Dingen, aber auch Quantität zu dokumentieren. Ja, spannend. Also so wie ich das zusammenfasse, das ist auch so ein bisschen mein Eindruck. Man hat im Prinzip so einen Werkzeugkasten an verschiedenen Werkzeugen und man überlegt sich dann je nach Problem, was man hat oder in dem Fall je nach Sportart oder je nach Situation, ob man in einer Hochbelastungsphase ist oder in einer regulären, im regulären Trainingsprozess, nimmt man sich dann eben dementsprechend die Tools raus. Wobei ich schon also ein bisschen raushöre, dass eine gewisse Regelmäßigkeit schon vonnöten ist. Also einmal die Woche so ein Assessment durchzuführen, macht vielleicht über einen langfristigen Zeitraum jetzt nicht unbedingt Sinn, sondern man wird Ja. es wahrscheinlich engmaschiger dann durchziehen. Ja, man muss es ja sogar, wenn man tatsächlich ja auch relativ kurzfristige Entscheidungen treffen will. Und ja, das sind dann auch, ist auch gleichzeitig natürlich die Anforderung an die Parameter. Also wenn ich kurzfristig und engmaschig messen möchte, dann brauche ich eben auch solche Parameter, die ich kurzfristig durchführen kann ohne großen Aufwand. Das ist eine Anforderung natürlich an so ein Parameterpanel. Und jeder Sportart muss ich mir dann eben überlegen, welche Parameter, welche zwei, drei Parameter machen physiologisch Sinn, bilden die Ermüdung ab, die induziert wird durch meine Sportart. Und dann folgt natürlich die Krux, die große Schwierigkeit, der Entscheidungsfindung. Ja. Also natürlich, messen ist erstmal relativ simpel. Nur dann müssen wir uns ja entscheiden, bei welcher Parameterveränderung, verändern wir denn jetzt auch Trainingsinhalt, Trainingsumfang, Trainingsintensität? Und das sind ja zum Teil ja auch schwerwiegende Eingriffe in den Trainingsalltag des Athleten oder in den Wettkampfalltag. Und dort gibt es Möglichkeiten, also wir haben ja auch unterschiedliche Möglichkeiten überprüft und auch veröffentlicht über einfache statistische Verfahren wie Effektstärken, basierte Berechnungen oder quasi Berechnungen unter Berücksichtigung des Messfehlers, des Testverfahrens und so weiter, über auch komplexere Verfahren. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass man vor allen Dingen eine
individuelle Interpretation anlegt. Weil jeder Athlet, der tickt anders in den Parametern. Also nehmen wir mal den Blutmarker CK. Da sprechen wir von sogenannten Respondern und Non-Respondern. Respondern, die tierisch hohe Auslenkungen, CK-Auslenkungen haben, und Non-Responder, die ganz geringe Auslenkungen nur haben. Und da müssen wir natürlich, oder da können wir nicht populationsspezifische Referenzwerte heranziehen, sondern müssen eigentlich ganz individuelle Referenzwerte ermitteln und heranziehen. Und das gilt so ein bisschen für alle Parameter, und das ist so ein bisschen die Krux. Die Krux, da muss man sich dann im Vorfeld... Ja, beziehungsweise es muss ja dann auch der Trainer dann auch tatsächlich so mutig sein, oder vielleicht sind Trainer, Trainerinnen vielleicht erst recht nicht mutig, die dann sagen, naja, die Datenlage sagt zwar das, das und das, aber mein Bauchgefühl sagt mir, ach, die Trainingseinheit kann ich jetzt vielleicht doch noch machen oder das Trainingslager ziehe ich jetzt vielleicht dann doch so durch. Das ist natürlich dann auch nochmal eine schwierigere Komponente, dann also mit den Daten dann auch noch das Trainerteam dann letzten Endes auch noch zu überzeugen, Ich würde sagen, am Ende funktioniert oder ist diese Datengrundlage wichtig, um eine Entscheidung vielleicht zu unterstützen, aber es ist nur die eine Seite und es funktioniert nicht ohne auch den Diskurs oder das Gespräch und das vertraute Austauschen zwischen Betreuerteam, Trainer, Athlet und so weiter. Also das ergänzt sich so. Das eine funktioniert nicht so gut ohne das andere. Es gibt ja auch Veröffentlichungen, die sagen, dass die Psychometrie so ein bisschen die, ich nenne sie jetzt mal normal objektiven Parameter, quasi so in der Entscheidungsfindung so ein bisschen übertrumpfen. Habt ihr da auch so eine Hierarchie entwickelt, dass ihr sagt, okay, Gruppe A ist wichtiger als Gruppe B, als Gruppe C, oder sagt ihr ganz neutral, nee, wir haben diese 5 Ebenen, es gibt da verschiedene Parameter, die man nutzen kann, und wir schauen die erstmal im Orchester oder im Kanon erstmal an und überlegen uns dann, welche Entscheidungen wir dann treffen. Oder wie habt ihr das gelöst? Oder wie? Ja, das ist eine total gute Idee. Also wir hatten auch natürlich den Vorschlag, solche Entscheidungsbäume zu nutzen. Weil es gibt bisher noch nicht das perfekte Vorgehen. Und es ist vielleicht auch schwierig, so ein allgemeingültiges Szenario zu definieren, weil jede Sportart ja auch unterschiedlich ist. Aber so ein Entscheidungsbaum, also man kennt ja diese Entscheidungsbäume aus unterschiedlichen Settings. Also man fängt an mit einem Parameter, schlägt er aus, ja oder nein. Wenn ja, gehe ich weiter im Entscheidungsbaum, interpretiere den nächsten Parameter und so weiter, bis ich am Ende dann vielleicht eine Entscheidung treffen kann. Und ja, da ist es schwierig zu sagen, welcher Parameter sollte jetzt am Anfang des Baums stehen und welcher am Ende, weil das ist ja auch eher so sportartspezifisch. Ja, vielleicht stehen auch... vielleicht funktioniert so ein Entscheidungsbaum auch so, dass man sich zum Beispiel erstmal die Psychometrie anschaut und schlägt da was aus, dann guckt man sich die und die Parameter an. Oder man sagt, es ist egal, wie die ausschlägt, man guckt sich trotzdem noch die und die Parameter an. Und dann muss man am Ende halt entscheiden, was ist die Ursache der Ermüdung. Weil wenn beispielsweise der Sportler sich... ein Praxisbeispiel, sich niedergeschlagen fühlt, nicht leistungsfähig, und dann geht man diesen Entscheidungsbaum weiter und alle anderen Ermüdungsmarker, also zum Beispiel CK oder auch die Herzfrequenz, zeigen eigentlich alles eine körperliche Erholtheit an, dann kann man ja nochmal mit dem Athleten sprechen, was ist denn los, und dann sind es vielleicht Probleme im Umfeld. Die Freundin hat Schluss gemacht, es gibt Stress in der Familie, es gibt finanziellen Druck oder solche Dinge, und so kann man dann natürlich zu einer Entscheidung kommen. So ein bisschen Detektivspiel. Ja, spannend. Also ich denke auch, dass es irgendwie so die Wahrheit liegt irgendwo, ich will jetzt nicht sagen zwischendrin, aber wir haben schon mittlerweile, denke ich, ganz gute Monitoring-Marker, die man nutzen kann. Meine Erfahrung ist eher, dass sie im Längsschnitt nicht engmaschig genug gemacht werden, als dass man dann wirklich so eine Trendanalyse auch mal identifizieren kann. Was halt daran liegt, dass entweder die Technologie noch nicht ausgereift ist oder Kosten im Spiel sind oder solche diagnostischen Verfahren einfach ein bisschen zeitaufwendiger sind und man die Zeit eventuell im Trainingsprozess nicht hat. Aber ich denke schon, dass eine verhältnismäßig hohe Messtaktung in Kombination mit einer guten Dateninterpretation, einem guten Trainerteam, ich denke, dass man da schon sehr gute
Entscheidungen dann auch im Trainingsprozess treffen kann. Ja, ja, vielen Dank. Also das war im Prinzip so die erste Straße, war im Prinzip so die Entwicklung der Parameter. Und im zweiten Schritt seid ihr ja dann auf die verschiedenen Regenerationsmaßnahmen so ein bisschen eingegangen. Von der Logik her werdet ihr da ja wahrscheinlich diese Parameter benutzt haben und habt dann quasi die im Vorfeld des Trainings, dann habt ihr wahrscheinlich irgendwie so eine Simulation oder Provokation dann durchgeführt und dann habt ihr im Nachgang euch verschiedene Regenerationsmaßnahmen angeschaut, vermute ich jetzt einfach mal. Oder wie seid ihr da rangegangen an diese Maßnahmen? Ja, also schon ganz richtig, wie du es gesagt hast. Also dieses Diagnostikinventar, so nennen wir es mal, oder dieses Parameterinventar, das nutzt man natürlich auch in der Praxis, um quasi den Athleten zu monitoren. Aber wir haben dann dieses Parameterinventar dann auch genutzt, um die Effizienz oder die Effektivität von Regenerationsmaßnahmen zu überprüfen. Und das war in der Regel so, dass die Athleten eine Art Baseline-Messung machen. Also wir messen die Parameter in einem erholten Zustand, entweder an einem oder auch an mehreren Tagen. Und dann kam eine knackige Einheit oder ein knackiges Trainingslager, eine knackige Trainingsphase, wo sich die Athleten dann durchaus ermüden. Und während dieser Trainingsphase haben die Athleten dann eine bestimmte Regenerationsmaßnahme durchgeführt, während ein anderer Teil der Athleten eben sich passiv erholt hat. Und danach haben wir dann den Erholungsgang gemessen und geschaut, welche Athleten erholen sich denn vielleicht besser. Also verkraften die Athleten, die eine bestimmte Regenerationsmaßnahme bekommen haben, das Trainingslager besser? Oder erholen die sich nach dem Trainingslager schneller beispielsweise? Ja, so war das im Prinzip das Vorgehen. Also ihr seid ein bisschen weg von so generalisierten Aussagen, mehr hin zu so Individualanalysen. Also Sportler A reagiert auf die Kaltwassertonne besser als auf die Sauna, als auf die Massage. Ja, also wir sind erstmal eigentlich ganz einfach angefangen mit so simplen Crossover-Designs und haben uns eigentlich erstmal die Wirksamkeit auf Gruppenebene angeguckt. Und da kam ja im Wesentlichen dann raus, dass die allermeisten Regenerationsmaßnahmen, wenn überhaupt, nur geringe Effekte auf Gruppenebene haben und am häufigsten dann auf subjektiver Ebene, also dass die Athleten sich zumindest besser fühlten. Das mag an einem physiologischen Effekt sein, kann natürlich auch ein reiner Placebo-Effekt sein. Und ja, dann im nächsten Schritt haben wir uns natürlich dann auch nochmal individuelle Effekte angeguckt, weil wir schon gesehen haben, es gab zwar ja natürlich immer einen Gruppenmittelwert, aber dieser Mittelwert, der hatte dann durchaus auch eine starke Streuung, also eine hohe Standardabweichung. Ja, dann erzähl doch mal so aus dem Nähkästchen geplaudert. Also im Mittel, sagtest du, sind die regenerativen Maßnahmen alle so, ich will jetzt nicht sagen mau, aber sie sind eher jetzt nicht so das Allheilmittel. Vielleicht fangen wir nochmal bei der Gruppenebene an. Ja. Was ist Nummer eins und was ist die schlechteste Form, wenn man das so sagen kann, von euren Erkenntnissen? Also ich würde sagen, dass mal abgesehen aus den klassischen Regenerationsmaßnahmen, eigentlich es keine Diskussion darüber gibt, dass Ernährung wichtig ist und dass Schlaf wichtig ist. Das lassen wir mal so da stehen. Und abgesehen von Ernährung und Schlaf, die unverzichtbar sind und auch die Regeneration fördern können oder Ermüdung fördern können, ist die Nummer eins vielleicht Kaltwasserimmersion in bestimmten Settings. Dazu kommen wir bestimmt gleich auch nochmal. Natürlich nicht in jedem Setting macht Kaltwasserimmersion Sinn, aber vielleicht ist Kaltwasserimmersion die vielversprechendste Regenerationsmaßnahme. Und dann dahinter reihen sich dann Maßnahmen wie Massage und Foam Rolling auf, die dann aber schon, was die Wirksamkeit angeht, abnehmen und eher nur auf individueller Ebene Wirksamkeit auf subjektiver Ebene zeigen. Also dass sich das Erholungsempfinden, anfühlt, ja. Genau, dass sich besser anfühlt bei einzelnen Athleten. Und dann kommen ja weitere Regenerationsmaßnahmen wie Kompressionskleidung beispielsweise, psychologische Maßnahmen kommen dazu, aktive Erholung, Stretching. Wir haben Maßnahmen wie nicht nur Kälteapplikationen, wie jetzt zum Beispiel Kaltwasserimmersion, sondern auch Wärmeapplikationen wie Sauna. Und da gibt es gar nicht so eine richtige Rangfolge basiert auf dem Mittelwert, würde ich sagen, sondern das liegt dann echt auch am Athleten und an den einzelnen Vorlieben.
Also wenn man sich dann die individuellen Effekte anguckt, dann gibt es eben Athleten, die besser mit der Sauna zurechtkommen, während es Athleten gibt, die besser mit der Kaltwasserimmersion zurechtkommen. Gab es Also denn, ganz, ganz unterschiedlich. ja, okay, verstehe ich. Gab es denn klar auch negative, also wo man sagen würde, oh, da muss man eher vorsichtig sein oder habt ihr da auch solche Also Ergebnisse? im Allgemeinen eher nicht. Das ist auch ein Vorteil. Also man kann es ja anwenden, weil es jetzt auch keinen negativen Einfluss hat. Ein bisschen berücksichtigen muss man vielleicht den Zeitpunkt der Anwendung. Also wir haben ja unterschiedliche Settings. Wann wende ich eine Regenerationsmaßnahme an? Es gibt Sportarten, da kann ich während der Sportart regenerieren oder Regenerationsmaßnahmen anwenden. Also zum Beispiel in den Rückschlagsportarten wie Tennis, in den Seitenwechselpausen nutze ich Kühlmaßnahmen, um zum Beispiel unter Hitzebedingungen besser klarzukommen. Und dann gibt es den Moment nach einer Belastung, aber vielleicht bei mehreren Belastungen an einem Tag. Also im Schwimmen habe ich mehrere Wettkämpfe an einem Tag und dann zwischendurch noch in die Eistonne zu hüpfen, das macht nicht so viel Sinn, ist sogar eher leistungsmindernd kurzfristig. Und dann gibt es natürlich eher die Regenerationsphasen, wo ich mehrere Tage oder also mehrere Stunden oder sogar Tage Zeit habe. Deswegen, das muss man so ein bisschen berücksichtigen, was ist der eigentliche Zeitpunkt? Und so ist es dann zum Beispiel, wenn ich Kaltwasserimmersion kurz vor einer folgenden Belastung oder zwischen zwei Belastungen, die am gleichen Tag anwende, ich dann vielleicht eher einen negativen Effekt auf die Leistungsfähigkeit während der Folgebelastung am selben Tag habe. Während da zum Beispiel eher aktive Erholung angemessen ist, um so ein bisschen das Aktivierungsniveau aufrechtzuerhalten, beispielsweise. Also das ist so ein bisschen abhängig, aber im Groben und Ganzen, wenn es um diese klassische Regeneration geht, ich habe eine intensive Einheit und möchte in den nächsten Stunden und Tagen möglichst schnell danach wieder regenerieren, da zeigen sich die meisten Maßnahmen eigentlich nicht negativ. Was ja schon mal gut ist für die Praxis. Aber ich höre so ein bisschen raus, es ist auch ein bisschen Learning by Doing. Also man sollte schon in verschiedenen Situationen auch einfach die verschiedenen Maßnahmen einfach mal ausprobieren und mit so ganz einfachen Markern einfach mal überprüfen, wirkt das denn bei meinem Sportler oder bei der Sportlerin? Also hat das tatsächlich auch so einen nachweislichen Effekt? Das leuchtet ein. Also im Prinzip habt ihr die Untersuchung quasi in Isolation. Also ihr habt wirklich isoliert betrachtet die Eistonne, die Nicht Massage. nur, nicht Oder nur. habt ihr auch in Kombination also Kombinationseffekte euch angeschaut? Ja, wir haben eigentlich drei Problemstellungen bearbeitet. Also einmal eine Einzelmaßnahme, wie wirkt Massage als isolierte Maßnahme angewendet. Dann haben wir aber auch überprüft, was hat eine Maßnahmenkombination für einen Effekt, weil in der Sportpraxis werden ja häufig auch mehrere Maßnahmen durchaus kombiniert angewendet. Also erst ein bisschen auslaufen, dann geht später in das Eisbad und am Folgetag wird massiert beispielsweise oder gerollt auf der Foam Roll. Also wir haben diese Maßnahmenkombination überprüft und wir haben auch den Applikationszeitpunkt mit berücksichtigt. Also es mag ja auch sein, dass zumindest physiologisch nicht jede Maßnahme zu jedem Zeitpunkt auch gleichermaßen sinnvoll ist. Und da zeigt sich zum Beispiel vielleicht eher eine Tendenz, dass möglicherweise kurz nach Belastungsende, wenn Muskelkater zum Beispiel zu befürchten ist, eher Kälte intendiert ist, um zum Beispiel Schwellungen zu verringern oder Entzündungssymptome oder Entzündungsprozesse so ein bisschen einzudämmen. Und dann in den Folgetagen vielleicht eher Maßnahmen sinnvoll sind, die so ein bisschen reaktivierend sind oder Reparaturprozesse beschleunigen durch eine vermehrte Durchblutung. Also eher aktive Maßnahmen oder wärmende Maßnahmen. Vorsichtig ausgedrückt. Es gibt da wenig Evidenz, aber es gibt zumindest so ein paar Plausibilitätskriterien, die aufzeigen, dass nicht zu jedem Zeitpunkt jede Maßnahme gleichermaßen sinnvoll ist, sozusagen. Ja, also macht absolut Sinn, also die Abläufe sich anzuschauen. Ich bin jetzt, also Ablauf ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Es gibt ja durchaus auch Stimmen, die sagen, ich möchte vielleicht gar keine beschleunigte Regeneration, sondern ich möchte vielleicht den Regenerationsprozess ein bisschen abmildern, weil ich dann noch so einen zusätzlichen Trainingseffekt habe. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke. Habt ihr auch sowas berücksichtigt? Auch das war eine Frage, ich nenne sie mal Fragestellung, also quasi auch ein Problemfeld des Projekts.
Also die Frage zwischen Adaptation und Regeneration. Und man könnte ja theoretisch annehmen, dass wenn ich einen Trainingsstimulus, einen Trainingsreiz setze, bestimmte Signalketten ablaufen, die dann zur Adaptation führen. Und je stärker der Stimulus oder das Signal, desto stärker die Adaptation. Und wenn eine Ermüdung, die ja dieses Signal widerspiegelt, abgeschwächt wird, in Anführungsstrichen, durch eine Regenerationsmaßnahme, könnte man ja davon ausgehen, dass dann am Ende das, was an Adaptation bei rumkommt, auch geringer ist. Und das wurde im Übrigen auch durchaus bestätigt im Kontext von Krafttraining. Wenn unmittelbar nach einem Krafttraining eine Kaltwasserimmersion angewendet wurde, reduzierten sich durchaus die Anpassungen durch das Krafttraining. Die waren minimal, diese Unterschiede, aber sie könnten für den Leistungssport relevant sein. Auf der anderen Seite könnte man auch argumentieren, wenn ich jetzt ein Trainingslager habe und schon nach der nächsten Einheit, nach der ersten Einheit sehr ermüdet bin, dann bin ich vielleicht nicht mehr so motiviert, die zweite Einheit auch noch in der gleichen Qualität durchzuführen. Und da könnte vielleicht ja eine Anwendung von einer Regenerationsmaßnahme helfen, dass ich auch jede Trainingseinheit dieses Trainingslagers in hoher Qualität und hoher Intensität realisieren kann. Also es ist so ein Wechselspiel, man weiß es nicht so richtig. Und das ist auch interessant, nämlich da gab es auch Untersuchungen, ganz spannende Untersuchungen im Bereich Ausdauersport und Kaltwasserimmersion. Da gab es nämlich den genau entgegengesetzten Effekt. Es gab nämlich einen positiven Einfluss durch eine regelmäßige Anwendung der Kaltwasserimmersion auf die Anpassung der Ausdauerleistung. Also, interessante Frage und interessantes Gedankenspiel zu dieser Wechselwirkung. Und wir wissen einiges, aber mit Sicherheit noch bei weitem nicht alles dazu. Ja, also einfach vielleicht auch nochmal ein Kommentar oder vielleicht auch eine Frage meinerseits. Also wenn wir jetzt Trainingsprozesse uns anschauen, also zum Beispiel 4 oder 5 Trainingseinheiten pro Woche und wir machen das für 6, 7, 8 Wochen und dann machen wir unser klassisches Pre-Post-Design. Also wir machen eine Eingangsuntersuchung, eine Ausgangsuntersuchung, schauen uns dann an, wie die Effekte sind. Dann müsste man ja basierend auf euren Erkenntnissen ja nicht nur den Trainingsreiz quasi in diese Gleichung mit reinnehmen, sondern man müsste ja auch dokumentieren in den Veröffentlichungen, was mache ich denn dann eigentlich da dazwischen? Weil wenn die Regeneration die Adaptation mit beeinflusst, dann ist das ja eine zusätzliche Information, die man zumindest in den Studien auch dokumentieren sollte. Und ehrlicherweise, ich lese sehr, sehr wenig über die regenerativen Maßnahmen bei Trainingsstudien, was dazwischen gemacht wird. Da kommt dann immer so ein Sätzlein, wie ja, das Schlafverhalten oder die Ernährung wurde in Trainingstagebüchern dokumentiert, aber man erhält eigentlich nie Informationen darüber, was diese Gruppe dann letzten Endes gemacht wird. Wie siehst du das? Also eigentlich müsste man das ja mit dokumentieren, letzten Endes. Absolut. Es gibt natürlich viele Dinge, die im besten Fall mitdokumentiert werden im Detail, also Ernährungsgewohnheiten, Schlafgewohnheiten, all diese Dinge, die ja durchaus einen Einfluss haben können auf Adaptation bzw. Regeneration. Und andersherum, auch in unserer Regenerationsforschung, ist ja das, was die Athleten in so einem Studiensetting machen, nicht lückenlos, dokumentiert. Und das ist ja auch das Schwierige und mag ja auch ein Grund für diese große Varianz in unseren Befunden sein, warum die Athleten so unterschiedlich auf Regenerationsmaßnahmen reagieren oder auch ganz unterschiedliche Erholungsverläufe zeigen. Also die einen, die schneller sich erholen, die anderen, die langsamer sich erholen. Und ja, das mag genetische Dinge, genetische Einflussgrößen haben, das mag Einflussgrößen des Placebo-Effekts haben, aber es können auch ganz viele andere Faktoren sein, die vielleicht gar nicht so lückenlos dokumentiert wurden und deswegen eben ja diese schwierige Schlussfolgerung nur zulassen. Ja, aber ich finde ja den individuellen Ansatz ganz gut, dass eben die Gruppenergebnisse keinen so einen wirklichen knallharten Trend gezeigt haben, sondern dass man auf individueller Ebene das überprüft, innerhalb der jeweiligen Sportart das überprüft und dann auch in den jeweiligen Zeitabständen sich das anschaut. Also ist man in einer Hochbelastung, also in einer Trainingslagerphase, da werde ich wahrscheinlich eher schnellere regenerative Maßnahmen haben wollen. Wenn ich in einer Wettkampfsituation bin, mehrere Wettkämpfe am Tag etc., möchte ich auch eine schnellere Regeneration haben. Und da sollte ich dann schon wissen, auf was reagiert denn der Sportler, die Sportlerin letzten Endes. Ja, ist ein total guter Punkt. Also, dass man sozusagen sich ja auch anschaut, wo bin ich denn jetzt, in welcher Situation bin ich? Also Ja, korrekt, genau. in der Preseason, da kann ich vielleicht auch eine Trainingsermüdung mal wirken lassen. Da ist nicht so wichtig, vielleicht mich möglichst schnell zu erholen, aber
Im Wettkampf, wenn es darum geht, ja, Leistung zu zeigen, da geht es natürlich primär auch darum, dass ich möglichst fix auch wieder leistungsfähig bin. Also das spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle bei der Entscheidung, wann. Habt ihr eigentlich zwischen Sportlerinnen und Sportlern Unterschiede feststellen können? Also reagieren die Geschlechter da unterschiedlich? Also gibt es da? Das ist vielleicht so eine Achillesferse, könnte man sagen. Also das ist ein wichtiges Feld, natürlich Unterschiede auch zwischen Regenerationscharakteristiken und dem Geschlecht festzustellen. Und im Übrigen nicht nur Geschlecht, sondern auch das Alter mag ja eine wichtige Einflussgröße Absolut. sein. Und wir haben einige Untersuchungen durchaus gemacht, wo wir Unterschiede, zum Beispiel was die Sensitivität von Ermüdungsmarkern anging, zwischen Männern und Frauen unter die Lupe genommen haben. Prinzipiell müsste man das natürlich auch für jede Regenerationsmaßnahme machen, separat, nicht nur für Männer. Und so ist es ja immer noch so ein bisschen in unserer Szene, will ich mal so sagen. Also die Vielzahl der Untersuchungen werden immer noch mit Männern gemacht. Und vielleicht ein paar Unterschiede, die man festhalten kann. Also Männer ermüden sich häufig ein bisschen stärker als die Frauen, zum Beispiel im Krafttraining. Das mag daran liegen, dass Männer insgesamt auch zum Beispiel mehr Muskulatur haben, mehr Testosteron zum Beispiel haben und dementsprechend eine höhere absolute Trainingsintensität erreichen, natürlich auch. Auf der anderen Seite, die Frauen erholen sich etwas schneller. Also dadurch, dass sie nicht so stark ermüden, sind sie auch schneller wieder erholt. Das ist so eine grobe Richtung, die man vorgeben kann. Aber auch das ist sehr, sehr individuell und mag auch nicht auf jede Athletin und jeden Athleten zutreffen. Und das Gleiche gilt sicherlich auch für die Regenerationsmaßnahmen. Da wir ja sowieso über individuelle Effekte bei den Regenerationsmaßnahmen sprechen, werden die auch zwischen Männern und Frauen unterschiedlich sein. Ja, Und das, schließt dich direkt eigentlich mit ein. Mich ja. hätte nur interessiert, es gibt ja schon auch morphologische, ich sag mal so grundlegendere Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und dann wäre schon so zum Beispiel so thermische Effekte, ob es da direkte, aber offensichtlich habt ihr keine wirklichen Unterschiede entdecken können. Und aber Nein, so ne. würde ich gar nicht so sagen. Wir haben gar nicht ehrlicherweise so genau auf diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen geachtet, weil wir ja auch noch genügend andere Fragestellungen hatten. Und ich würde aber zustimmen, das ist eine wichtige Fragestellung, die man genauer noch unter die Lupe nehmen muss. Ich finde ja auch das Thema Kinder und Jugendliche, also wie sind regenerative Maßnahmen bei Kindern und Jugendlichen? Ich würde einfach mal hypothetisieren, dass insgesamt die Regeneration etwas schneller vonstatten geht, aber wir haben ja nicht nur Adaptation, wir haben auch noch Wachstum dabei. Das heißt, da ist nochmal im Prinzip eine weitere Dimension ja auch im Spiel. Da habt ihr im Bereich Kinder und Jugendliche speziellere Untersuchungen durchgeführt? Weniger bei Kindern, aber teilweise bei Jugendlichen, also bei na jugendlichen Nachwuchsleistungsspielern, die allerdings dann schon teilweise am Ende ihrer puberalen Phase waren, also schon relativ weit entwickelt waren. Und da zeigte sich dann im ersten, zunächst einmal zeigten sich da ähnliche Ergebnisse auch wie mit den Erwachsenen. Also, dass es auf das Individuum ankommt und dass wir Athleten haben, die weniger gut oder gut auf Regenerationsmaßnahmen reagieren. Ja, und Kinder, ja, stimme ich dir zu. Und im Übrigen ja auch Ältere. Also Ältere ticken da ja auch wieder ganz anders. Es gibt ja viele Master-Athletes, die noch Genau. im hohen Alter auch eine hohe Leistung bringen. Also Claudio Pizarro, der mit 40 ja auch immer noch in der Bundesliga gespielt hat und mit 20-Jährigen einer Mannschaft. Und da liegen 20 Jahre Entwicklungsunterschied dazwischen. Also müssen die vielleicht unterschiedlich regenerieren? Das ist ja auch durchaus eine interessante und wichtige Frage. Ja, und auch von der, ich sag mal, auf kognitiver Ebene, psychologischer Ebene sind es ja unterschiedliche Charaktere. Da spielen Erfahrungen eine Rolle und so weiter. Also ich denke schon, dass man da unterschiedlich rangehen muss. So eine Mannschaft nicht über den Kamm, also einheitlich, sagen wir mal, in den regenerativen Prozessen irgendwie trainiert, sondern dass man da schon individuell rangeht. Also ich finde das Bild toll.
einfach zu sagen, man hat einen Werkzeugkasten, man sagt, okay, welche Sportart oder in welcher Sportart bin ich, in welchem Saisonabschnitt bin ich eher in dem normalen Prozess, in dem Hochbelastungsprozess, im Wettkampfprozess, und überlege mir dann auch von der Logik her und von der Infrastruktur her, welche regenerative Maßnahme ich dann letzten Endes anwende und nicht einfach nur sage, naja, ich muss jetzt stumpf nach dem Training einfach mal ein Stretching durchführen oder wir gehen jetzt alle in die Kaltwassertonne, weil wir gehört haben, dass es wohl eine gute regenerative Maßnahme ist, sondern tatsächlich vielleicht auch einfach eine sehr schlechte Maßnahme zu einem gewissen Zeitpunkt sein kann. Also das Bild gefällt mir einfach, dass man da individuell an diesen Prozess rangeht. Ja, das ist eigentlich, wenn man so auf dieser allgemeinen Ebene mal bleibt und versucht, so ein paar Empfehlungen ja zu formulieren, ähnlich wie auch bei den Diagnostikmarkern. Also wir haben Kriterien, die sollten wir berücksichtigen bei der Auswahl eines oder mehrerer Maßnahmen aus der Vielzahl an Maßnahmen, die es gibt. Und diese Kriterien, wie du es gesagt hast, ist die Sportart oder Belastungsspezifität. Also nur als Beispiel, warum sollte jetzt ein Schwimmer, der sowieso die ganze Zeit im Wasser ist, danach auch noch in die Kaltwassertonne hüpfen? Macht vielleicht auch physiologisch nicht so viel Sinn. Also das mit berücksichtigen. Das zweite dann diesen Zeitraum und die Erholungsvorgänge. Also wann sollte ich welche Maßnahme in welchem Setting anwenden? Und das dritte dann die individualisierte Auswahl. Und da ist vielleicht nochmal ganz wichtig auch anzumerken, dass jede Maßnahme, die vielleicht auch neu durchgeführt wird im Mannschaftssetting oder im Kaderverbund, dass die immer auch auf individueller Ebene hin überprüft wird. Und zwar zunächst einmal im Training, bevor sie dann im Wettkampf angewendet wird. Und diese Individualisierung erfordert natürlich auch eine Differenzierung im Mannschafts- und Kaderverbund. Also man sollte da nicht inflationär oder so nach dem Gießkannenprinzip eine Regenerationsmaßnahme allen aufzwingen, sondern da sollte man individuelle Regenerationsroutinen entwickeln. Und, ja, und vor allem auch Erfahrung sammeln, ne? Ja. Also was wirkt, was wirkt nicht, was ist vielleicht kontraproduktiv. Also dass man ruhig auch mal experimentiert und nicht unbedingt jetzt eine Maßnahme als gesetzt ansieht, sondern tatsächlich auch spielt. Das ist ja das Gleiche dann im Trainingsprozess ja auch. Also dass man auch unterschiedliche Trainingsformen, Methoden einfach mal ausprobiert, anwendet und sieht, wie reagiert mein Körper darauf. Nur die Frage ist halt, wie messe ich das? Und das ist ja das Spannende, dass ihr da so einen Panel entwickelt habt, womit man zumindest mal so ein bisschen sagen kann, okay, wenn man die Marker nimmt, die sind sensitiv genug, um zumindest mal so ein bisschen abbilden zu können, was passiert da denn eigentlich? Ja, und diese, ja, absolut. Und diese Empfehlungen, die lassen sich eigentlich so an einem oder an mehreren Fallbeispielen nochmal ganz gut verdeutlichen. Also Jaakko Niemin war ein finnischer Tennisspieler und der ist nach jedem Tennismatch in die Sauna gegangen. Selbst bei den Australian Open, wo die ja dann bei 40 Grad oder mehr gespielt haben, wo man zunächst einmal unter Berücksichtigung der Sportart und Belastungsspezifität sagen würde, es macht vielleicht nicht so viel Sinn. Wenn ich unter Hitzebedingungen Sport treibe, danach auch nochmal wieder in diese Hitzekammer zu gehen. Aber er war halt Finne, der hat das irgendwie gebraucht. Zumindest subjektiv hat er sich danach wohler gefühlt. Und da muss man dann eben schauen, hat es einen negativen Einfluss auf seine Leistung? Wenn nein und er sich danach besser fühlt, okay, dann soll er es doch machen. Wenn es aber vielleicht einen deutlich negativen Einfluss hat und man das vielleicht in dem Beispiel auch messen kann, dann müsste man eben nochmal mit dem Sportler auch sprechen. Auch wenn du dich besser fühlst danach, trotzdem ist deine Leistung am Ende schlechter wegen dieser Maßnahme und sie macht vielleicht auch in dem Setting nicht so sehr Sinn. Mhm. Also auch zum Beispiel ein Triathlet nach dem Ironman auf Hawaii wird, glaube ich, nicht in die Sauna springen, sondern sich vielleicht nach einer Massage sehen. Also das sind so die Fallbeispiele, an denen dieser Auswahlprozess ganz gut deutlich wird. Mhm. Man merkt, du brennst für das Thema. Wir könnten ewig weiterreden, Timo. Ich denke, wir müssten mal getrennte Podcasts machen. Ruhig auch mal so dem Thema Kaltwasserimmersion oder Foam Rolling. Da gibt es ja dann doch durchaus, ich würde mal sagen, verschiedene Gruppierungen, Interessensgemeinschaften, die das eine befürworten und das andere vielleicht nicht befürworten. Also das müsste man vielleicht nochmal im Detail
sich anschauen. Aber ich bleibe dabei. Ich finde einfach toll, dass wir so ein bisschen rausgehört haben. Man hat so ein Werkzeugtool. Es gibt verschiedene Parameter, die man nutzen kann. Und wie gesagt, man muss die dann dementsprechend je nach Saison und Sportart und Eigenart dann letzten Endes auch anwenden. Ja, Mensch, vielen Dank für deine Zeit. Sehr Ich gerne, sehr gerne, Billy. werde in den Shownotes noch mehr Informationen zu eurem Projekt dazu packen, auch Veröffentlichungen, sodass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein bisschen mehr Informationen haben, noch zusätzlich auch verlinken zu dem Rackman-Projekt. Ja, wir haben ja auch von dem Rackman-Projekt gibt es ja mittlerweile zwei Broschüren, die zum kostenlosen Download zur Verfügung sind. Also man muss eigentlich nur noch bei Google Rackman eingeben, dann findet man schon diese Broschüren. Die kannst du ja auch gerne verlinken. Da stehen ja auch ganz schön zusammengefasst Empfehlungen und die wichtigsten Ergebnisse unseres Projekts drin. Also das auch nochmal als Tipp. Ja, mache ich auf jeden Fall sehr gern. Eine letzte Frage. Wo geht die Reise hin zum Thema Regeneration? Wo siehst du gerade so die noch offenen Lücken? Wir haben die vielleicht Geschlechterunterschiede thematisiert. Wo siehst du, wenn du jetzt ein Thema nennen könntest, wo siehst du gerade so eine Lücke, die vielleicht auch dich interessiert oder irgendwie so brennend interessiert, wo man mal reinschauen sollte? Ich würde lieber zwei Okay, Bereiche dann nennen, zwei. weil wir ja auch diese schönen zwei Hauptsprachen hatten. Ja. Also auf Ebene der Diagnostik von Ermüdung ist das der Bereich Wearables natürlich sehr spannend und der Bereich der, ich sag mal, automatisierten Datenerhebung und Auswertung in einer hohen Messwertdichte beispielsweise und in einer schnellen Auswertungszeit oder kurzen Auswertungszeit und möglichst automatisiert, dass es möglichst simpel ist. Das ist mit Sicherheit da ein spannender Bereich, um das Leben, insbesondere in der Sportpraxis, den Athleten leichter zu machen. Und auf der Ebene der regenerationsfördernden Maßnahme ist es natürlich weiterhin der Bereich der Individualisierung und vielleicht ein wichtiger Bereich, nämlich vor allen Dingen auch der Reproduzierbarkeit. Also wir gucken uns ja häufig immer nur die Regenerationsmaßnahme an, wenn sie einmal angewendet wurde und entscheiden dann, ja, sie wirkt oder nicht. Aber wir könnten uns ja auch angucken, was passiert, wenn wir die zwei, drei, vier, fünfmal anwenden, passiert immer das Gleiche. Oder haben wir auch dann sogar immer Was unterschiedliche. aber ehrlicherweise für alle Trainingsmaßnahmen im Prinzip das, was wir machen, eigentlich müsste man jede Genau. unserer Studien quasi einmal kopieren und nochmal machen. Aber finde ich ein guter Einwand und auch nochmal ein guter Hinweis dafür, dass wir die Erkenntnisse jetzt nicht unbedingt als absolut gesetzt sehen müssen, sondern es bleibt dabei, wir müssen es einfach überprüfen und idealerweise auch mehrfach überprüfen. Ja. Ja, Mensch, vielen Dank Sehr für deine gerne. Zeit und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden uns nochmal in diesem Format hören und sehen. Vielen Dank, schöne Grüße nach Düsseldorf, Timo. Bitte, ciao. Schöne Mach's Grüße gut, nach tschüss. Würzburg. Ciao.